Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Together Starbound. Und ist jemand? Hallo. Erster. Ja, okay. Gut, einen Zimmerboy kann ich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, aber wie gesagt, er ist auch wieder dabei, wie man unschwer gehört hat. Hallo. Also Robinson Crusoe haben wir irgendwie immer noch nicht gefunden. Das stimmt allerdings. Was war denn hier? Oh. Geldkassette! Ja, Geldkassette. Was? Oh, Nee, war keine da. gibt. Oh, Geldkassette. Ach, komm. Ja, der ewige Fight um die Pixels. Ich habe ja 455. Was? Ich habe 278. Glaub's ja wohl. Ich habe gehört, du lässt mir jetzt demnächst Vortritt bei Geldkassetten. Geldkassetten? Sowas habe ich noch nie in diesem Spiel gefunden. Langsam wird's alt. Ganz egal. Dann ist mich amüsiert. Die Existenz von Geldkassetten zu leugnen. Das ist dein neues Hobby, oder? Geldkassetten sind mein Hobby. Ne? Bei anderen Leuten heißt es, Mord ist ihr Hobby. Nein, sowas mache ich Beim nicht. Simon ist es eine Geldkassette. Du sollst nicht töten. Geldkassette. Aber du sollst Geldkassetten klauen, oder? Geldkassette. Ja, hör doch mal auf jetzt. Eisen. Hey, hinter dir liegt Silber. Oder? Silber. Silberohre. Hey, da ist eine vollbusige Floranerin. Floran! Wie ist es eskaliert? Ja, Los, sie komm! feiert sich selbst voll. Komm, paar dich! Das kann ich doch gar nicht, wenn du hinschaust. Haus! Da ist ein Haus! Und Truhe. Oh, da sind ja Pixel drin, 145. Dum-dum-dum-dum. Na, ich nehme noch das Bett mit. Bei der Fälle. Und weiter geht's. Stell dir vor, Irgendwelche stehst da wildfremden Leute kommen marschierend in den so Haus zwei rein. Typen einfach so in dein Haus, räumen deine Schubladen aus und nehmen einfach noch dein Bett mit. Dann sagt der eine zum anderen einfach mal nur so zur Vorsicht. Leicht krank. Oh, da ist eine Geldkassette. Schauen wir mal, wie viel drin sein wird. Oh, 6 Pixel. Also ich habe ja 643 Pixel und du? 284. Ah, das ist aber nicht viel mehr als das letzte Mal. Nein, das ist auch nicht. Wie willst du das dann machen, um dir später mal ein bisschen größere Sachen zu craften, wenn du gar kein Geld hast? Ich gehe in die Server-Files und klau dir dein Geld. Oh, ich spiele einfach so lange im Singleplayer, bis ich richtig dick Geld habe. Dann viel Spaß. Ja, Real Life. Ich räume quasi den Server dann leer Real mit Life seinen Sachen. wird abgeschaltet. War Server, der wird ausgeschalten. Den gibt's nur bei Let's Play Der Together. Server wird ausgeschalten. Den gibt's nur bei Let's Play Together. Kommt ein Passwort. Nein, ich schalte den einfach aus. Oh, da habe ich ja 25 Pixel für den Kill bekommen. Was hast du? Lass dich mal die ganze Arbeit und er kriegt die ganzen Pixels. Das ist unglaublich. Mit was? Ja. Welche Pixel? Pflanzen können mit Geld gar nichts anfangen, als ob ich sowas nehmen würde. Wenn du mit Geld nichts anfangen kannst, dann kannst du es mir mal schön gepflegt rüberwachsen lassen. Ich habe ja gar kein Geld. Oh, da ist eine Kiste. Oh. Zwei blaue Stimpaks, zwei gelbe, ein paar Kupferbarren und ein Medikit.
Es ist so unglaublich. Ja? Naja, jetzt beruhigt euch mal unten. Gehen ab. Fragt man sich auch. Was haben die genommen? Das könnte man sich auch bei uns fragen, was haben wir genommen? Immer noch die erste Aufnahmesession. Wir haben schon 2 Millionen Folgen aufgenommen. Gefühlte. Ich komme im Render gar nicht hinterher. Und jetzt ist mein PC wirklich kein schlechter. Ja. Muss ich dir die Zugangsdaten fürs Leibniz Rechenzentrum geben? Dann wäre das gleich gerendert, ne? Du würdest die Anfrage schicken und innerhalb von ein paar Millisekunden die Antwort bekommen, dass es fertig ist. Das Ding ist ja mal der. Also, laut meinem Informationsstand ist das Leibniz Rechenzentrum sogar der größte Supercomputer der Welt. Echt? Ja. Krass. Irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt. Und der steht halt einfach mal auf meinem Campus rum. Nicht schlecht. Der Superrechner. Ja. Wenn ich zum Beispiel eine Vorlesung belege mit High Performance Computing und sowas, dann darf ich auf dem sogar Anfragen ausführen. Das ist geil. Ausnahmsweise. Ja. Für was wird der normalerweise benutzt? Also was berechnen die damit? Da kannst du alles Mögliche drauf berechnen. Vor allem halt dann Simulationssachen. Keine Ahnung, wenn du richtig große Sachen simulieren möchtest, wie, keine Ahnung, Ökosystem oder Weltraum oder sowas kannst du drüber laufen lassen. Riesige Datenbanken, Datenbankauswertung kannst du drüber laufen lassen. Also da zahlen halt quasi Firmen Geld dafür, dass die ihre Anfragen auf diesem Server ausführen dürfen. Ja, okay. Ich bin mal wieder gestorben. Ist mir kaum aufgefallen. Na? Ja, das mit dem Sterben, das hast du drauf. Ich glaube, wir sollten jetzt einfach mal uns in die Tiefe buddeln und einfach mal sau viele Mineralien sammeln, ja, damit wir eine bessere Rüstung haben und nicht so oft sterben. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Gerade bei mir ist Rüstung, glaube ich, sehr essentiell. So, schauen wir mal, was habe ich denn noch dabei? Ups. Kupfer. Komm mal kurz weg. Nein. Ja. Warum? Hm? Was? Hast du schon wieder angestellt? Mhm. Nix, nix, nix. Ich hab gar nix. Hm? Also, es ist alles im grünen Bereich. Es wird alles im Griff, ja. Alles famos. Tja, naja, schön, jetzt haben wir schon wenigstens mal 49. Kupfer schon mal. 49 Kupfer ist schon mal super. So, dann schmelze ich mal das Eisen an, was ich gefunden habe. Mein Gott. So. Wir haben einiges eigentlich schon. Ja gut, einiges ist relativ. Aber mehr als ich gedacht habe. Wird sogar reichen, um uns noch mehr Rüstung zu bauen. Mehr Rüstung kann ich schaden. Soll ich das mal übernehmen? Mach das mal. Weil ich glaube. Ja, doch. Ich glaube, Rüstung ist echt unerlässlich. Ja.
mussten halt erstmal aus Kupfer die Rüstung bauen. Warum hast du hier eigentlich weitergegraben und das ganze Kupfer nicht mitgenommen? Bitte? Warum hast du hier unten weitergegraben und das ganze Kupfer nicht mitgenommen? Das wollte ich dir überlassen, ich war nämlich sozial. Ach so. Nämlich. Wer nämlich ist, Haar schreibt, ist dämlich. Okay, dann mache ich uns noch lustige Kupferhelme. Ah, mein, weißt du, was ich vergessen habe? Ich habe fucking vergessen, meine Güte. Und dann musst du nochmal zu mir hochkommen, um aus deinem Kupferhelm dein rassenspezifisches Rüstungsteil zu machen. Hier sind die, warte mal, zack. Zack, hier sind die Zutaten. 1, 2. Und Kupferhelm habe ich auch schon für dich. Warte, da musst du keinen mehr machen. Zack. Okay. Jetzt schaust du aus wie ein Cyberman, ja. Definitiv. Cyberman, genau. Okay. Was muss ich jetzt machen? Kupferhelm? Den Kupferhelm ausziehen. Erstmal. Okay. Genau, und jetzt kannst du einen Eisenhelm machen. Knavesarm? Den Knavesarm machst du, ne? Der Iron Helm of the Knave ist. Ja. Ja, damit. Okay, jetzt ist es aber vorbei mit dem Cyberman-Look. Ja, Cyberman im Mittelalter. Was dann doch irgendwie wieder zu Dr. Wu etc. passen würde. Ja. Es gibt eine Climbing Rope? Ist ja cool. Ja, aber es ist bloß einmal einsetzbar. Aber später kann man daraus einen Grappling Hook machen. Okay. Und das, mit dem kann man dann öfter mal rumschwingen. Er hat eine Geldkassette liegen lassen. Eine Geldkassette? In meinem Inventar. Na. Und noch eine. Ich leg mich erst mal schlafen, so schaut's aus. Ich glaube, das mit dem Schlafenlegen ist dann allgemein kein schlechter Tipp. So nicht bloß in Starbound, sondern. Ach so? Ja, jetzt. Pussen Sie mal nicht so herum. Wow! Gigataburgas. Und nicht peaceful. Was? Wieso fliegen große Geldkassetten? Naja, so würde ich es jetzt nicht sehen. Ich höre nur Klingelingeling. Jede Menge Eisen. War doch eine recht gute Höhle unter unserer Bude, oder? Na, siehst du mal. Ständig immer da klopfen, wo ich klopf. Hä? Hä? Floran versteht sowas nicht. Floran, nur eine Pflanze. Du blöder Penner.
Schnell, wo sind die Geldkassetten? Wie er mich einkennt, ich glaub's nicht, ey. Ich muss die Geldkassetten finden. Ich hab doch schon alle mitgenommen. Gerade habe ich unsere Höhle gelobt. Und schon ist wieder vorbei. Ja. Aber nicht verzagen, weiter buddeln. Ich hätte spüren können, das Sprichwort geht anders. Ach Gott. Papplapapp. Sprichwort habe ich mir gerade eben erst ausgedacht. So, so. Geht genauso. Bist du dir sicher, dass du schwimmen kannst? Ja. Okay. Aber irgendwie geht dir das Wasser nicht raus. Blöd. Finde ich irgendwie nicht so cool. Probier's doch nochmal, das Wasser da unten rauszukriegen. Schau mal. Dum-dum-dum. Ja, die Spitzhacken müssten wir auch mal upgraden, weil. Ja, man ist schon fast kaputt. So ein kleines Trauerspiel. Haben wir noch Kupfer? Schon, oder? Ja, und was? Das heißt, du hast alles verbaut, aber ich habe jetzt im Inventar habe ich jetzt noch 23 fertige Barren. Ja, da vorne. Ja, genau, dann gibst du mir die mal mit. Und deine Spitzhacke. Oder wir gehen einfach beide hoch. Ich meine, ohne Spitzhacke lohnt es sich auch nicht hier unten rumzugucken. Oh, was bist du für ein aggressives Tier? Dieses Wesen ist wunderschön. Wunderschön. Nicht. Und Geld, Geld, Geld. Das Wasser geht echt nicht raus. Glaub's nicht. Ja, machen wir uns noch schnell die Spitzhacke. Hätte ich auch gesagt, ja. Wow! Oh, freundliche Zeitgenossen. Warte, 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 bevor du aufmachst. Hm? Bevor du aufmachst. Bevor ich aufmach. Ja, passt schon. Jetzt kannst du auf. Ja. Oder wir gehen anders. Wenn wir wieder runterkommen, okay, sind die weg. Oh. Meinem Kollegen ist ein bisschen kalt. Ach Quatsch, puss mal nicht so rum, Bobby. Mir ist nicht kalt, ihm ist kalt. Cyberman friert. Oh, so gefühlskalt. So. Oh, Wahnsinn. So. Hier habe ich noch zwei Silberbarren. Jetzt pass auf, du kriegst jetzt von mir das Kupfer. Oh, falsche Seite. Ist draußen? Ja. Oh, vielen Dank. Dann. Das behalte ich jetzt. Schon wieder falsche Seite. Dammit. Die Spitzhacke, was du haben wolltest. Okay. Zum Upgraden. Ich hab eine Kupferspitzhacke nun. Okay. Hast du noch Kupfer? Hast du noch Kupfer? Ne, ich hab zu dir gerade eben alles gegeben. Achso, ja, dann keine Ahnung. Wie viel Kupfer braucht man denn? Ja, ich Kappa Big Eggs, passt schon, passt schon. So. Jawohl, Kupfer Big Eggs. Wunderbar. Okay, hat man noch was zu erledigen? Was hab ich denn jetzt noch dabei? Ich hab noch Eisen dabei. Ja, wie viele Kupfer hast du noch? 35 liegen in der Kiste drin. Dann kann sich noch einer von uns eine Chestplate machen. Ja, dann hau rein. Fleisch habe ich noch da. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Sieht aus wie ein Biker. Wenn der Helm nicht wäre. Stimmt. Saugeil. So. So. Bin ich ernst der Biker? Ja, schon echt gelassen. Ohne Bogen.
Na Baby, mit auf mein Motorrad. Ich hab schon ein neues Nummernschild hier. So. Okay. Ich würde sagen, das Wichtigste haben wir zwar erledigt. Ein bisschen rumgekommen sind wir auch. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und ciao, ciao. Jo, ciao.